Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Und es ist windig, mir weht es schwer in die Augen und die Pollen fliegen. Ich habe jetzt immer so ein bisschen Probleme mit Pollen, Pollenflug, Erle, Haselnuss und Weide. Erle, Haselnuss und Weide und jetzt kommt die Sonne raus. Ja, was machen wir heute in diesem kleinen Video? Ich werde hauptsächlich meinen Rasen mähen. Ganz normal. Er fängt jetzt an zu wachsen. Der Dünger ist jetzt 2 Wochen drin. Der Eisendünger von Compo mit 6% Stickstoff nur. Aber er kommt. Der wird immer grüner. Jetzt ungefähr 2 Wochen her, dass ich hier gedüngt habe. Und das sieht nicht schlecht aus. Und jetzt mähen wir mal wieder rüber mit dem Smartman. Den werde ich jetzt wahrscheinlich relativ oft mähen, weil der E-Flex ist immer noch nicht fertig. Den E-Flex habe ich noch nicht zum Schleifen gebracht. Hat einen ganz bestimmten Grund. Ich will nämlich darüber ein Video drehen. E-Flex Schleifen beim Profi. Das wird auch in den nächsten Wochen, wahrscheinlich erst im April kommen. Deswegen der E-Flex noch nicht im Einsatz. Aber ich habe ja den Smartman, das ist schön. Und ja, was machen wir noch? Ja, dann will ich nochmal erzählen, vielleicht so zwischendurch, wie man eigentlich richtig in die Saison startet. Ihr fragt mich immer wieder, ja, was muss ich denn tun? Welche Reihenfolge? Nachsehen, düngen, vertikutieren, lüften, aerifizieren, sanden und düngen und mähen und immer wieder. Ja, das ist eine interessante Frage. Werde ich euch auch noch gleich erklären. Also viel Spaß mit meinem Video. Bis gleich. Immer wieder schön Stöckchen sammeln, Stöckchen aufsammeln, damit der Spindelmäher nicht so gequält wird. So, oh Mensch, Wind, ja, wildes Wetter. Wir haben ja auch noch März, wir haben ja noch nicht richtig Saison, die Saison startet wirklich erst im April so richtig. Ich werde auch oft gefragt, darf man denn jetzt schon mähen? Ich sage, ja, warum denn nicht? Wenn der Rasen zu hoch ist, darf man ruhig mähen. Und wenn man einen dichten Rasen haben will, auch möglichst früh in der Saison, muss man auch öfters mähen. Denn jedes Mal, wenn das Gras abgeschnitten wird, kommt es von unten wieder nach. Also dann bildet es unten neue kleine Helmchen und dann wird es halt dichter. Man muss gucken, wenn es zu kalt ist, wenn es zu nass ist, wenn es auf Schnee liegt, da sollte es man natürlich nicht so oft machen. Der Rasen... Oh, oh, das war... Ey... Gefangen. Mensch, was für ein Sturm hier. Ich glaube, das wird doch nichts. Wahnsinn. Na egal, ich mähe jetzt einfach. Also, ja, mähen kann man durchaus, wenn das Gras hoch ist und wenn es auch einigermaßen warm ist. Wir haben heute Morgen schon 12 Grad gehabt, also es wird auch nächste Woche jetzt richtig warm. Und dann mähen. Schauen. Schauen auf den Rasen und solange der Rasen grün aussieht, alles gut. Ja, ich höre jetzt auf. Es ist zu windig. Guck dir mal die Fahne an hier. Wahnsinn. Die ist schon völlig zerfetzt, die Fahne. Gehen wir mal hinter das Haus. Ja, gleich die Stöckchen wegschmeißen. Oh, Mensch. Ja, hier ist ein bisschen windstiller. Zack. So. Was ihr mich auch immer fragt ist, wie kriegst du denn eigentlich so einen glatten Rasen, so einen gleichmäßig glatten Rasen? Ich habe so eine Huckelwiese. Ja, das liegt tatsächlich auch an den Spindelmähern. Die Spindelmäher haben halt die Walzen, vor allen Dingen hinten die Antriebswalze und vorne die Rollen. So, und diese Spindelmäher sind auch relativ schwer. Der Sportman, der wiegt zum Beispiel fast 60 Kilo. Und damit wird natürlich immer ein bisschen der Boden gewalzt. Und wenn er natürlich gerade auch besonders feucht und weich ist, dann wird er auch eben dadurch auch besonders gut glatt gewalzt. Das machen eben auch Spindelmäher und nicht die Sichelmäher mit den Rädern. Es gibt natürlich auch Sichelmäher mit Walzenantrieb. Da kann man das auch ein Stück weit erreichen. Aber hauptsächlich walzen die Spindelmäher jedes Mal beim Mähen den Boden wieder ein bisschen glatter. Dazu kommt natürlich noch, dass man
auch immer wieder ein bisschen nachsanden und auch ein bisschen glatt ziehen muss, den Boden, also schon Bodenwellen ausgleichen mit Sand. Es ist ein mühseliges Geschäft, wenn der Boden sehr uneben ist, dann wird es schwierig, da schnell eine ebene Fläche zu kriegen. Die Rasenfläche von meinem Nachbarn drüben, die ist auch sehr viel unebener als meine Fläche. Aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Wenn man jetzt hier bei meinem Nachbarn eine dünne Schicht Sand drauf packt und die einmal abbürstet, einbürstet oder reinharkt. Es gibt ja diese Lawn Leveler, auch ein spannendes Thema. Das muss ich auch nochmal bringen, unbedingt. Lawn Leveler oder Rasenrakel. Es gibt auch eine Firma, die hat das Gerät Rasenrakel genannt. Sehr, sehr spannend. Kommt vielleicht auch beim Rasenfreak. Ja. Der Lawn Leveler beim Rasenfreak. Warum nicht? Kommt. Und damit kriegt man solche Flächen dann auch schön geglättet. Machen wir alles noch. Ja, also Walzen, Sanden, Bürsten, Einarbeiten mit dem Lawn Leveler. Das sind alles Möglichkeiten, um den Rasen und den Boden schön glatt zu kriegen. Was auch ganz interessant ist, liebe Rasenfreaks, bei mir blüht noch keine Poanua. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber die... Oh! Eben gab es eine Windböe und da ist der so... Also das ist echt interessant. Also die Poanua blüht noch nicht. Ich gehe nochmal auf die andere Seite. Da kann ich euch eine Stelle zeigen. Da habe ich schon eine blühende Poa-Blüte gesehen. Da. Ha. Hier habe ich was gesehen. Da, Freaks. Da ist sie. Aber... war falsch. Das ist sie. Das ist sie. Da. Da ist sie. Da blüht sie. Interessant. Hier im Graben. Wollt ihr sehen? Ah, das ist die Poanua. Also es gibt tatsächlich schon herrliche Exemplare. Herrliche Exemplare hier. Das ist die Poanua. Ein echter Rasenklassiker. Die weit verbreiteste Rasensorte auf dem Planeten. Und das ist das Ungras. Das ist das Gras, was ich im Rasen nicht haben möchte. Und es sieht wirklich ganz gut aus. Also ich sehe noch keine Blüten im Rasen. Jetzt hier im Randbereich. Zum Beispiel, das ist auch ganz schön. Versuchen wir es auch mal machen. Das hier zum Beispiel, das Gras blüht auch schon, aber das Gras ist keine Poanua, das ist die Poa pratensis. Das sind sehr ähnliche Gräser, Rispengräser. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das Gras hier, das ist so bläulich, das ist so lila bläulich und eben nicht weiß. Das kann man schlecht unterscheiden. Also wir müssen mal dringend so ein Expertenvideo machen über Gräser. Vor jedem Mähen einmal kurz den Schnitt prüfen, halte ich für sehr, sehr wichtig, damit der Mäher perfekt schneidet. Ja, hier hat er geschnitten, da hat er nicht geschnitten, hat er überhaupt nicht geschnitten, von rechts nach links. Also, vorsichtig nachstellen. Hier machen wir das und da machen wir das. Wenn man das Untermesser dichter an die Spindel ranführen will, muss man im Uhrzeigersinn nachstellen. Also im zu, da, also wie man, wenn man eine Schraube reindreht, wie zudrehen.
So. Das war schon ein bisschen zu viel. Zurück. Gut. Perfekt. Perfekt. Alle geschnitten. Ja, liebe Rasenfreaks, was ist denn nun die richtige Reihenfolge, mit der man in die Rasensaison starten sollte? Also ich sage einfach, man muss erstmal anfangen zu mähen. Mähen ist super. So, wenn die Forsythie blüht, dann düngen mit einer richtig schönen Startdüngung, 20 bis 30, idealerweise 25% Stickstoff, dann kommt der Rasen in 2 Wochen richtig gut. Wenn ihr Filz im Rasen habt, wenn ihr euren Rasen vertikutieren wollt, dann würde ich das erst im April empfehlen, wenn der Rasen so richtig in der Wachstumsphase ist. Denn wir müssen, wenn wir vertikutieren, schnell die Löcher wieder zukriegen. Die Schäden, die Schlitze müssen wieder schnell geschlossen werden. Und deswegen erstmal düngen, dann warten, richtig gute Außentemperaturen, mindestens 10 Grad, nachts auch schon, damit der Rasen richtig gut kommt, und dann vertikutieren und dann auch am besten gleich nachsehen und am allerbesten noch eine dünne Schicht Sand rüberstreuen, schön einarbeiten, den Rasensamen walzen, und dann ist alles gut. Und dann habt ihr ruckzuck den perfekten Rasen. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Rasenfreak freut sich auf euch. Bis zum nächsten Video. Tschüss.